Leute, ich habe in Wien fett eingekauft. Mit fett eingekauft meine ich auch fucking viel eingekauft. Meine Güte. Wir sind komplett voll bis an den Anschlag geladen mit Waren. Und wir latschen nach Gradec, weil die hatten ein bisschen Probleme mit Ressourcen, habe ich gesehen. War alles relativ teuer im Einkauf. Deswegen gucken, ob wir da ein paar Sachen schon mal verticken können, kostengünstig. Und dann werden wir wahrscheinlich diesen weiten, beschwerlichen Weg nach Norden gehen. Nach Praha. Und dann nach Hamburg zu marschieren. Das ist der Plan erstmal an der Stelle. Und ja, auch unsere Karawane macht hier wirklich permanent positives Einkommen. Was ich schon mal gut finde, grundsätzlich. Gute Clementia, ich habe dir Unrecht getan. Ich dachte erst, du bist ein nutzloses Stück Brot. Aber das bist du gar nicht. Was sind das denn? Das ist das Einzige, was mich ein bisschen langweilt, dass die Typen alle so unerfahren und dumm sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also alleine hier. Machen wir schon mal gute Gewinne. Fleisch machen wir schon mal gute Gewinne. Wir verkaufen natürlich nicht alles. Weil es sicherlich Orte gibt, wo wir noch bessere Gewinne erzielen können. Okay. Damals erstmal schon mal den Grundstein gelegt. War bei der Taverne was dann? Und machen wir uns jetzt auf den Weg nach Norden. Nach Praha. Da werden wir heute nicht mehr ankommen. Aber vielleicht morgen. Ach du Scheiße. Ich weine innerlich gerade. Ja, schau mal, in Praha gibt es tatsächlich sogar ein Turnier. Jetzt schauen wir erstmal. Was wir hier? Oh, leider fällt der Preis immer sehr schnell. Wir haben die für 20 gekauft. Ah, das lohnt sich leider nicht so. Man kann nicht überall gute Geschäfte machen. Ich bin der große Kerl mit den geilen Scheren. So. Eine Frage, die ich habe. Nee, wir investieren erstmal in Werkstätten. Hätte ich mal gesagt. Und, ja, machen wir uns trotzdem jetzt auf den Weg nach Hamburg. Ich hoffe, dass ich diesmal jemanden finde, mit dem ich reden kann über meine Zukunft im Heiligen Römischen Reich. Ich meine, unser Clan ist Stufe 2. Ich erwarte mal da, dass da irgendwas jetzt geht oder funktioniert. Ich kann sagen, habt ihr noch genug Essen? Aber ich glaube, die 780 Tage, die werden eine Weile reichen. Hier ist ja wieder keiner. Dass da immer keiner ist. Also die Schafe richtig lukrativ, Alter. Die Wolle auch richtig lukrativ. Das Fleisch, ja, es geht. Ist auf alle Fälle besser. Der Rest geht nicht so. So Käse und Butter und so. Das ist in Halüch oder so. In Gradeczko und Halüch gibt es das eigentlich ganz gut. Okay, Fisch ist hier spotto billigo. Gibt es ein Turnier? Nee, also so gibt es ja auch keinen. Weiß nicht, wie schaut es mal. Das gehört nicht zu uns, ne? Das ist Dänemark. Das gehört zu uns. Dann schauen wir mal nach Köln rüber. Das muss doch mehr Leute geben, die hier ihren Job machen. Da kannst du doch nicht erzählen, dass sie das Reiche mit 3-4 Leuten aufrechthalten. Das funktioniert doch gar nicht. Es wird nur spannend, ob das Spiel crasht, weil wir wieder in die Nähe von Köln kommen. Das hat ja schon ein paar Mal Probleme gemacht. Ah! Henry von Cornwall, come back. Du Scheiße, ist der schnell. Es ist auch noch verschwunden. Oh, Henry. Henry, lass Hand halten. Henry, gib Kuss. Nein, Henry. Ja, Henry. Nein, Henry. Ja. Ich bin Krabbe. Ich möchte den Dienst von King Richard of Cornwall, King of the Romans, dienen. Ich möchte die Treue schwören und nein. Mein Schwert gehört euch für den richtigen Preis. Was? Ihr solltet die Angelegenheit mit ihm selber besprechen. Er ist in der Nähe von Wartburg Castle.
Also Söldner geht nicht, aber vielleicht können wir uns ja seine Treue schwören. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, ihm die Treue zu schwören, naja. King Richard. Jens los. King Richard. The Edmund of Almain. That's close enough now. Nein! Nein, 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 das ist schlecht. Oh, sorry, falsch. Mann! Immer noch. Er befindet sich innen drinne, oder was? Oh, die wurde von den europäischen Kreuzrittern gefangen genommen. Diese scheiß Vandalen, Alter. Da ist er. Hey, so who are you then? Ich bin Krabbe. Ich möchte dir. Nee, das wollte ich nicht. Mit euch sprechen? Dienst. Ihr seid als tapferer Krieger bekannt und wisst, Männer anzuführen, Krabbe. Ihr dürft euch gerne meine Dienste stellen, wenn ihr bereit seid, mir die Treue zu schwören. Das werde ich machen. Ich schwöre euch, rechtschaffend treu zu dienen. Ich werde euer treuer Gefolgsmann sein, solange ich lebe. Und ich werde an eurer Seite stehen und gegen eure Feinde kämpfen, falls ihr mein Schwert brauchen solltet und das Gold stimmt. Und ich werde eure Rechte und die Rechte eurer rechtmäßigen Nachkommen verteidigen. Blödsinn. Oh, danke schön. Gleich noch ein paar Soldaten gegeben hier. Oh, was ist das denn? Digga, der gibt mir einfach ein Zweierschwert. Mashallah. Das Problem ist, mit dem Ding kann ich kein... Also richtig, richtig gutes Ding, Alter. Digga, sogar mit Intro und so, krass. Knie nieder, du Schwein. Sehr cool, sehr, sehr cool. Danke, mein Herr. Du brauchst Hilfe bei etwas. Du warst dieses Jahr größtenteils mit einem Feldzug beschäftigt. War das so, ja? Und bist nicht dazu gekommen, meine Ländereien zu besuchen und die Pacht ihm... Ah, ich soll Steuern eintreiben. Okay. Ich mache das nur, weil er der Boss Meng ist. Ich versuche bei ihm einzuschleimen. Weißt du, ich mache so ein bisschen so eine... Auch so kleine Snitch, Alter. Weißt du, so... Wisst ihr, was ich meine? Ich tue so, als ob ich so ein ganz großer Fan von ihm bin und dann tue ich für ihn die Steuern eintreiben oder ich gehe erst nach Köln. Wo irgendwas machen, gehen wir nach Köln. Plus ein Ansehen und Einfluss für jede gelöste Aufgabe, plus ein Verhältnis zu einem zufälligen Honoratioren eures Königreichs, wenn ein feindlicher Fürst besiegt wird. Das klingt gut. Edmund, ich bin nun dein Ally. Wir sind übrigens mit keinem im Krieg. Und wir sehen jetzt auch schön, was alles zum Hrrr gehört. Und angeblich waren wir mal im Krieg. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wir schauen mal. Kingdom. Clans. Einfluss haben wir keinen. Mitglieder haben wir 3. Es gibt tatsächlich eine Fraktion, die Abdankung des Kaisers fordert, aber das ist relativ schwach aktuell. Diplomatisch ist man mit allem in Frieden, einfach so. Und bei denen zahlt man sogar Tribut. Oder man bekommt Tribut, keine Ahnung, eins von beiden. Hat's ein höheres Truppenlimit eigentlich? Nee. Oh. 3 zu viel. So, maximale Größe. Mhm. Hm. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben das ja wirklich spottbillig alles gekauft. Das haben wir für 5 gekauft. Das heißt, alles, was wir jetzt hier, das ist alles Gewinn. Aber es sollte sich halt auch ein bisschen lohnen. Ne? Arbeitspferde sind nice. Oh, das ist geil. Nur kurz gucken. Schmuck? Silber? Ne, haben sie nicht, okay.
Getreide 3-4 oder so würde ich feiern, Alter. Würde ich kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nach 20 Folgen haben wir es jetzt echt mal geschafft, dass wir unseren Arsch verkaufen, Alter. Geil. Cool. Lol, übrigens, apropos, stopp, back. Kurze Frage. Was ist in Köln angebunden? Astonfelde, Moldberge, Getreide und Pferde. Nee, okay. Kurz überlegt, ob ich hier eine Werkstatt reinpacke, aber muss ich gestehen, glaube ich nicht, dass sich rentiert. Hamburg würde irgendwas, wir haben hier nämlich Silbererz. Das heißt, hier würde eine Silberschmiede, Schmuckgedöns, irgendwie würde sich auf alle Fälle lohnen. Handel haben wir übrigens auch den nächsten Punkt. 5000 Denare, wenn unsere Karawane zerstört wird. Ja, das hätte ich mal vorher machen sollen. Okay, wir machen das. Oder? Nee, machen das. Wir kaufen eigentlich nur Nahrung. Wir haben... Also können wir dann quasi noch günstiger Nahrung kaufen, ne? Theopraktisch. Ich bin auch mal gespannt, wenn dann der erste Krieg kommt. Minus 400. Weil diese alte Nudel sich hat auch unbedingt gefangen nehmen lassen müssen. Aber ich mache ihr keinen Vorwurf, meine Gute. Sie wurde bestimmt überrumpelt. Sie hat ihr Bestes gegeben. Aber ich habe schon noch mit denen eine Rechnung offen mit den Typen, muss ich sagen. Wie ist das eigentlich mit denen? Die kriegen ja passiv ein bisschen Erfahrung. Ich habe sehr viel Bogenschützen. Vielleicht mal ein bisschen weniger davon. Die nächste Karawane werde ich auf alle, oder der nächsten... Oh, sehr gut. Hallo Clementia. Komm wieder zu uns. Hallo. Kann ich dich auch noch aufnehmen oder bin ich voll? Ah, geht noch, okay. We are family. Oh, 4. Tatsächlich, ich glaube, das ist echt billiger geworden. Edel. Aber ich bin full, deswegen macht es keinen großen Sinn. Okay, aber was ich jetzt hier machen möchte, ist... Hast du einen Kerzenmacher? Hey, so who are you then? Bessere Truppen, 22.500. Da nehmen wir Kehlen Kohlebeißer und hoffen, dass der Typ mir keine Schande macht. So, dann, das ist auch Samtweber reden. Die Samtweberei. Müsste doch noch jemand anderen geben, oder? Yes. Schreinerei. Silberschmiede, da ist er. 26.000. War ja an sie so kein Problem. Hoffe ich. Mal gucken wir mal, ob es jetzt hier auch so ein Interface gibt dafür. Mit den Werkstätte. Okay. Eingang aus dem Lagerhaus erhalten. Sollten im Lagerhaus keine Rohmaterialien vorhanden sein, kaufen die Werkstätte welche auf dem Markt. Status im Betrieb, Werkstatt verwalten. Aha. Produzierte Ware im Lagerhaus einlagern, ein Viertel. Was für Gassen? Haben wir alle guten Gewinn gemacht? Dürft dazu kaufen. Schau mal, wir werden sehen. Grundsätzlich, Lagerhaus ist hier. Da kann ich jetzt dann theoretisch... Ich bin ein Trottel, Alter. Wisst ihr, was das Ding jetzt ist? Theoretisch bin ich jetzt dumm gewesen. Ich hätte nämlich 25% günstiger Eisen und so Zeug eingekauft. Wäre ich deutlich klüger gewesen. Weil jetzt zahle ich den vollen Preis hier für die Scheiße. Retard. Okay. Die Dorfbewohner erzählen, dass manche Haushalte ja dieses Jahr besonders stark unter Ernteausfällen und Überfällen durch Banditen zu leiden hatten. Er bittet euch, ihnen die Rückzahlung zu erlassen. Er sagt auch, dass sie so verzweifelt sind, dass sie versuchen könnten, sich gewaltsam zu widersetzen. Ja, okay. Mach mal. Ich bin ja kein Monster. Noch nicht. Noch bin ich kein Monster. Was mich... stopp, übrigens, ganz andere Frage. Können wir in Hamburg, können wir da selber Silber einkaufen?
Schmuck ist günstig. Bis 200 kaufe ich mal. Silber haben wir hier aber nicht. Doch, auch hier Silber jetzt hier. Komm, nehmen wir alles mit. Okay, 6000 ist hier Platz drin, theoretisch. Ist natürlich nicht so viel. Silber pack mal rein. Ja, genau. Silber pack mal rein. Und wir haben 2 Fokuspunkte ready. Da nehme ich noch einmal werfen und ich nehme aber auch reiten. Und ich speichere einmal. Und dann geht's auf nach Edalak. Oder Edelak, sorry. Nebenbei wird natürlich gewartet. Auf Krieg. Wieso zahlen wir eigentlich Tribut? Ernst gemeinte Frage. Warum zum Bums zahlen wir eigentlich Tribut? Also das fucking Heilige Römische Reich. Und als euer Mann die Steuern eintreibt, ruft euch das Dorf überhaupt über die Felder zu, dass die Ruhe im Dorf ausgebrochen ist und ihr euch besser fernhalten solltet. Er rät euch, euch eurem eigenen Wohl fernzuhalten. Wir sind vorsichtig da, wo es ausgebrochen sein soll. So. Was kostet hier Fisch? 5. Egal. Nehmen wir mal mit. Und dann... Jetzt? Was soll ich jetzt machen? Oder sie einem der Vogte des Fürsten aus, die ihr in den Burgen und Städten des Fürsten findet. Okay. Und ich bin nichts, ich bin ein Trottel oder was? Also hier ist glaube ich keiner, oder? Alles Gute, sie kann jetzt auch einfach in die Burgen reingehen und so, ne? Ich bin ja jetzt offizielles Mitglied. Ah hier, Henry. Reden. Nee. Nee, das scheint mir nicht zu funktionieren. Ich schaut's mit dir aus. Nee. Nö. Gucken, vielleicht chillt ihr noch in Wartburg. Unsere Werkstatt hat übrigens tatsächlich schon die ersten Gewinne eingestrichen. Nein, lauf doch nicht weg. Oh, da ist Henry. Okay, geht auch. Also ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll mit den Füßen, aber da ist er jedenfalls, der Typ aus Cornwall. Halt, bleib stehen. Henry. Stopp. Mach doch keine Scheiße jetzt. Danke. Ne, das war der gar nicht. Scheiße. Fürste und Vogten. Oder muss ich dafür muss ich die dafür betreten, so eine Stadt? Oder so eine Burg? Kann das sein? Das wäre eine Möglichkeit. Ich würde übrigens sagen, dass der Fortschritt der Erfahrung ist nicht ganz so dolle. Aber wir sollten jetzt aufgrund dessen, dass wir jetzt schon in der Zwischenzeit 83 Mann haben, müssen wir eigentlich auch langsam an den Punkt kommen, wo wir dann Rohrröhren hören müssten. Also Hörnchen. Was ist denn, gehört zu Hamburg? Okay. Ah, 67. Hat sich richtig gelohnt. Wenn es so weitergeht, hat sich die Werkstatt in 1000 Jahren finanziert. Ja, okay, der ist da. Die Steuern übergeben. Ein Ansehen. Pff. Oh, 21 zu dem Haus Plantaget. Warum wurden die Quests resettet? Also nicht, dass ich schlecht finden würde, aber... Okay. Köln war mal schon. Dann gehen wir nach Praha. Wir müssen ja erstmal unser gesamtes Inventar wieder lernen. Moral ist... Ja, ist wieder zurück zu normal in der Zwischenzeit.
könnte ich denn eigentlich so ganz freundlich jemanden fragen, ob wir den Krieg erklären? So Frankreich zum Beispiel? Krieg erklären. 1550 und ich habe nicht genug Autorität. Ich wollte es doch nur vorschlagen. Ich muss mir erst noch mehr Einfluss anarbeiten. Aktuell habe ich 0. Kriege ich auch 0 dazu. So ein bisschen schon fast eine Sackgasse, in der wir uns hier befinden. Es gibt doch kaum Barbaren oder ähnliches, oder weiß ich nicht, also. Müsste jetzt auch quasi so nicht, wo man dann irgendwie noch groß an Ressourcen kommen kann. Na, schau mal. Vielleicht können wir, machen wir ein Turnier, ich weiß nicht, was wir da an Einfluss bekommen. Mal gucken, vielleicht rentiert sich das ja schon etwas eher. Das sieht mir sehr gut aus. Bis 10 können wir verticken. Das lohnt sich nicht. Oh, Schafe, ist ja nice. Die hauen wir ganz weg. Fleisch können wir ein bisschen machen. Komm, auch ganz weg. 10.000. Dem Turnier beitreten. Weil irgendwie müssen wir Einfluss bekommen. Und da es ja keine Kriege gibt und auch sonst keine Action. Und den haben wir auf alle Fälle voll erwischt. Der erwischt uns jetzt aber auch voll zum Dank. Ja, nice, Leute. Er hat einfach den Holzständer da angegriffen, der Trottel. Sieht sehr gut aus. Die Grünen wurden komplett ausgelöscht. Und unsere leben noch komplett. Immer noch, by the way. Unsere leben immer noch komplett. Wir sind die Golden Boys. Boah, der ging in den Kopf, Alter. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Scheiße. Wir haben echt keinen einzigen Verlust bis jetzt erlitten. Selbst wenn ich jetzt sterbe, ist es scheißegal. Ich möchte, dass wir verlustfrei aus... Ja. Ich möchte, dass wir verlustfrei aus der Sache rauskommen. Ja, geil. Also es ist absolut irrelevant, aber ist einfach ein nettes kleines Gimmick. Oh nee. Okay, Gott sei Dank. Ah, oh, Gott sei Dank. Mach den Sprungattack. Hat nicht geklappt. Dann schenkt sich nichts. Jetzt. Und damit kämpfe ich gegen Wok auf Roschenberg, oder wie der heißt. Und weißt du, was das Problem ist, mein Lieber? Die Waffe und das Schild sprechen für mich. Na, vorbeigestochen, du Trottel. Okay. Hält aber einiges aus. So. So. Kein Einfluss. Okay. Kein Einfluss. Verstehe. Oh, shit, der sperrt er doch, geht. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Also, wir haben 60.700. Haben eine Karawane am Start, haben eine Werkstatt am Start, die allerdings nur eher mäßigen Gewinn abschmeißt. Wir latschen nochmal ganz schnell nach Wien runter, Freunde. Also, ganz schnell ist übertrieben. Ja, wäre ich einfach nicht gekommen, wäre es gleich rausgegangen. Okay, Leute, wir sehen uns nächste Folge wieder. Wir warten auf den Krieg. Ansonsten, ja, müssen wir mal gucken, ne? Was wir sonst so treiben können. Vielleicht nochmal nach Süden gehen und uns da an den Wichsern rächen, die uns gekillt haben. Ansonsten, bis zum nächsten Mal rein. Tschüss.